Schon gehört? Morgen soll Kapitän Leutnant Friedel mit Oberleutnant Grimm auslaufen. In der U-128, eins von den neuen Booten. Tja, der Kapitänleutnant ist eben ein Ass. Vor ein paar Monaten, als er noch ein U-Boot vom Typ 7C hatte, da hat er allein 5 Frachter und einen Tanker versenkt. Auf einer einzigen Feindfahrt. Das waren über 40.000 Bruttoregistertonnen. Ja, ich erinnere mir. Dafür hat ihm Dönitz selbst den Ritterkreuz verliehen. Der Mann ist ein echtes Vorbild. Von dem Schlag könnten wir wirklich mehr gebrauchen. Sicher, dem steht alles offen. Die neuen U-Boot-Kapitäne, das sind doch alles nur Milchgesichter. Die haben von nichts eine Ahnung. Was willst du machen? Ist ja sonst niemand mehr übrig. Die Verluste sind zu hoch. Viel zu hoch. Ja, leider. Aber die werden sich noch ganz schön wundern, wenn sie zum ersten Mal durch einen Fleischwolf gedreht werden. Weißt du was? Ich habe in der Halle noch eine Flasche rumgebunkert. Wir können nachher auf Friedels neue Feindfahrt anstoßen. Gute Idee. Den sollten wir besser nicht verkommen lassen. Gut, dann bis später. Wann ziehen die Idioten da oben endlich den Kistenstapel hoch? Gleiches Schichtwechsel und ich komme hier nicht raus. Herr Major, ich freue mich sehr. Der Zustand der Einheit mit Truppen zur vollsten Zufriedenheit. Na, hast du dir schon die neuen Boote angeschaut? Klar. Die U-128 und die U-125. Die neuesten Modelle, die besten U-Boote der Welt. Mit denen werden wir den Jungs dort drüben ordentlich einheizen. Du scheinst dich hier auszukennen. Das ist mein Steckenpferd. Mein Schwager ist Oberfähnrich bei den Grauen Wölfen. Mit denen möchte ich lieber nicht tauschen. Glatter Selbstmord, wenn du mich fragst. Die haben Mumm. Aber die neuen Boote bekommen jetzt alle eine spezielle Antiradarbeschichtung und Sonarstörkörper. Hört sich beeindruckend an. Ha, die werden sich noch wundern, wenn sie die neuen Torpedos zu spüren kriegen. Mit magnetischen Zündern. Und wir haben auch noch den Zaunkönig. Was soll das denn sein? Ein schlauer Torpedo mit eigenem Sonar. Folgt einfach dem akustischen Signal der Schiffsschrauben. Auch wenn Schiff beitritt, eine Wunderwaffe. Wahnsinn. Dann kann's ja nur besser werden. Allerdings. Ich sag ja, den heizen wir noch ein. So, ich muss weiter. Alles klar, bis dann. Mann, da müssen die Grauen Wölfe ja mal wieder richtig einen gebechert haben heute, was? Hast du vorhin den Alten gesehen? Der konnte kaum noch laufen. Mich wundert's eher, dass die Kapitäne, obwohl sie Landgang haben, trotzdem noch hier bei ihren Booten pennen. Die sind eben mit ihren Booten verheiratet. So ist das. Wir sollten besser gut auf ihre Schmuckstücke aufpassen. Da kannst du dich drauf verlassen. Mir brennen ja schon die Augen von den Dämpfen hier. Die hätten mir wenigstens eine Gasmaske geben können. Bin ich froh, wenn meine Schicht vorbei ist. Eine Menge Diesel hier. Nicht ungefährlich. Warum kriege ich eigentlich keine verdammte Gefahrenzulage dafür? Ich sag dir, ich war pitschnass vom ganzen Blut. Mein Gott, das ist ja widerlich. Und in Kursk, da segelte mal eine Granate genau auf die Munitionskisten. Nirgendwo Deckung. Und was war? Das Scheißding war nur ein verdammter Blindgänger. Ich hatte letztes Jahr einen glatten Durchschuss durch die Schulter. Auf einmal, zack. Ich hatte nichts gehört vom Schuss. Man spürt überhaupt nichts. Da hast du aber Glück gehabt. Einem Freund von mir hat eine Granate die Beine weggerissen. Den Anblick kann ich nicht mehr vergessen. Hast du noch Kippen? Nee, kein Stück. Schade. Tja, naja, beim Ivan rauchen sie auch getrocknete Kuhfladen, wenn sie keinen Tabak haben. Na, die saufen doch bestimmt auch den Sprit aus ihren Panzern. Na, zdrowie! Wäre möglich. Naja, ich werd mal weiter. Ja, ich muss auch wieder. Bis später.